Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Ein Emergency-Video, weil es ganz, ganz wichtig ist. Heute hat aus der Community jemand die Brick, das ganz neue Schiff, was ihr durch den Kaperbrief bekommt, wenn ihr Stufe 45 erreicht, bereits erhalten und auch schon upgraded. Und es gibt einen ganz, ganz fatalen Fehler bei der Brick. Und wir wissen auch aktuell noch nicht, woran es liegt. Das heißt, jeder, der selber vielleicht die Brick schon hat oder kurz davor ist oder ja, was die Brick schon hat, das ist es eigentlich. Ihr dürft die Brick auf gar keinen Fall höher upgraden als Level 5. Sobald man die Brick von Level 5 auf Level 6 upgradet, hat man keine Möglichkeit mehr, das gesamte Spiel zu spielen, weil das Spiel komplett abstürzt. Wir wissen noch nicht, ob das ein Einzelfall ist. Wir wissen auch nicht, ob dann... Wir wissen noch gar nichts. Es ist jetzt auch Wochenende. Wir haben jetzt, wo ich das Video aufnehme, Samstagabend. Heute ist das passiert. Morgen, also jetzt, wo ihr das Video seht, ist Sonntag. Ist noch gar nicht bekannt, ob wie viele Leute davon betroffen sind. Und Ubisoft kriegt man natürlich am Wochenende jetzt auch nicht ran. Das bedeutet, da sind wir auch aktuell machtlos, da eine Info zu bekommen. Aber wichtige Info für euch, solltet ihr heute oder überhaupt in den nächsten Tagen die Brick bekommen, gradet ihr auf gar keinen Fall höher als 5 ab. Weil es sein kann, dass ihr auf dem 6. Level das Spiel nicht mehr spielbar ist. Vielleicht kann ich mal ein paar Bilder einfügen hier, die mir zugeschickt wurden. Man sieht überhaupt gar keine Schiffe mehr, die Brick ist weg, man kann nicht mehr porten, das Spiel ist im Prinzip unspielbar, man hat keine HUD-Elemente mehr, die NPCs reden nicht mehr mit einem, also das Spiel ist im Prinzip, ja, ich will nicht sagen kaputt, aber so richtig, also man kann nicht mal sagen, es funktioniert nicht mehr so richtig, weil es einfach gar nicht mehr funktioniert, also ganz, ganz, ganz böse und da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr die Brick, wenn ihr sie schon habt, nicht auf Level 6 upgradet. Außerdem eine coole Information bei mir in der Community. Ist schon jemand in der Diamantliga? Ich weiß, sie ist noch nicht lange draußen. Für alle, die es vielleicht noch nicht sehen wollen und sich selber überraschen lassen wollen. Es gibt wahrscheinlich für diese Season keinen Skin für einen selber. Ne? Ihr erinnert euch, letzte Season gab es für die Diamantliga einen Skin. Und diese Season wird es für die Diamantliga auch wieder einen Skin geben, aber für ein Schiff. Also, ich werde auch mal ein Foto hier einblenden, damit ihr das seht. Es wird wieder ein Skin geben für Schiff. Also es lohnt sich auf jeden Fall dort wieder Diamantliga Diamantliga zu erreichen. Und ich muss sagen, dieses neue System, das gehört gar nicht in dieses Video, da wird nochmal ein extra Video vielleicht kommen, vielleicht auch nicht, aber dieses neue System mit dem automatischen Einsammeln, ich liebe es so doll. Ich habe alle Manufakturen auf 8 abgegradet, die habe ich leider gefettfingert auf 9, aber ja, es ist so. Ich habe überall eine Schnau reingemacht und seitdem mich um nichts gekümmert. Ich bin jeden Tag jetzt einmal reingegangen und habe das, was ich gerade gemacht habe, gemacht. Das heißt, die umherstreifenden Gegner hier gesucht und dann hier die Produktion gestartet und immer wieder die Manufaktur gestartet. Sonst nichts, also relativ wenig gespielt. Und ich habe trotzdem, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, 2400 Sovereign und richtig viele Achtermünzen schon gesammelt. Also rein, was das Flottenmanagement angeht, ich lieb's. Mehr gibt's von meiner Seite aktuell nicht. Sollte es irgendwelche Neuigkeiten geben zu diesem fatalen Fehler, ich sag's nochmal, Brick nicht upgraden auf Stufe 6, dann lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Vielleicht nicht durch ein Video, vielleicht auch nur durch einen Post, weil es bringt jetzt nichts, ein 30-Sekunden-Video zu machen, oder vielleicht ein Short oder sowas. Ansonsten kommt gerne auf den Discord. Dort wird da heiß drüber geredet. Der Discord ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.